بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل الله في مهاتك الله زيجن هاي المهاتك كهذا مخفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass kein Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch euer Fasten annehmen, von mir auch unsere Gebete annehmen. Wir werden bei Idhnillahi ta'ala in den nächsten Unterrichten mit der Erläuterung des Aqidah Tahawiyyah Texts fortfahren, mit dem wir vor dem Monat Ramadan begonnen haben. Und wir waren angekommen beim 84. Satz. Also den 83. haben wir letztes Mal behandelt und heute werden wir uns bi'idhnillahi ta'ala den 84. Satz vornehmen, bis zum 89. ungefähr, inshallah. 84 bis 89. Der Autor, rahimahullah ta'ala, Abu Ja'far al-Tahawi, sagte: Das feste Versprechen, das Allah, erhaben sei er, Adam und seinen Nachkommen abnahm, ist wahr. Das feste Versprechen, auf Arabisch, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte im Koran al-Karim dieses feste Versprechen in Surat al-An'am. Und in dieser Sura, Entschuldigung, in Surat al-A'raf, in dieser Sura hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen und ein Abkommen erwähnt zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Menschen, und allen Menschen. Schauen wir uns dazu eine Aya an. Und zwar heißt es Surat al-A'raf 172, Allah sagt subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Diese Aya heißt sinngemäß übersetzt: und gedenke, als dein Herr von den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft hervorgebracht hat. Und er sie dazu gebracht hat, gegen sich selbst Zeugnis abzulegen. Allah sagte: Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten: Doch. Wir bezeugten, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dieser Sache gegenüber unachtsam. Oder أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل, oder dass ihr sagt, unsere Vorväter haben schon Götzendienst betrieben oder Polytheismus betrieben und wir waren ja nur Nachkommen von ihnen. Willst du uns etwa der Vernichtung aussetzen wegen dessen, was andere an Üblem getan haben? Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesen Ayat uns von diesem Abkommen zwischen uns und ihm berichtet. Und das ist ein Abkommen, das stattgefunden hat, also logischerweise, bevor die Menschen auf die Welt gekommen sind. Und dieses Abkommen war eines besonderer Art. Und deutlich ergeht aus diesem Abkommen hervor, dass wir Menschen alle bezeugt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herr ist. Und die zentrale Frage ist in dieser Aya: Weshalb wurde dieses Abkommen überhaupt gemacht? Und die Antwort lautet: Dieses Abkommen wurde gemacht, damit wir am Tag der Auferstehung kein Argument haben zu sagen, wir waren dessen unachtsam. Und die Frage, die sich natürlich diesbezüglich stellt, ist: Warum hat der Autor, rahimahullah ta'ala, diese Aya an dieser Stelle erwähnt? Unter anderem, weil er bereits den Iman an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadr erwähnt hat und er diesen Iman-Inhalt durch diese Überlieferung und durch diese Aya bestätigen möchte. Wir lesen ebenfalls in Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, einen Bericht über Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Als Allah Adam erschaffen hat, hat er über seinen Rücken gestrichen. Und dann ist von seinem Rücken
jedes Geschöpf, das Allah bis zum Tag der Auferstehung von seiner Nachkommenschaft erschaffen wird, heruntergefallen. Und dann hat er, also Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Stirn, wortwörtlich heißt zwischen den Augen, auf die Stirn eines jeden Menschen, hat er die Stirn eines jeden Menschen mit Licht glänzen lassen. Und dann hat er sie Adam vorgeführt, alayhi salatu wassalam. Und dann sagte er, O Herr, wer sind jene? Allah sagte, das ist deine Nachkommenschaft. Da sah er einen von ihnen, der ihm gefiel. Ihm gefiel der besondere Glanz zwischen seinen beiden Augen oder auf seiner Stirn. Da sagte Adam alayhi salam, O Herr, wer ist das? Allah sagte, das ist ein Mann aus einer der letzten Menschengemeinschaften aus deiner Nachkommenschaft. Das ist ein Mann aus einer der letzten Menschengemeinschaften aus deiner Nachkommenschaft. Man nennt ihn Dawud. Er sagte, mein Herr, wie lange wird er leben? Allah sagte, 60 Jahre. Dann sagte Adam, O Herr, gib ihm von meinem Lebensalter noch 40 Jahre dazu. Als dann das Lebensalter oder als dann die Lebenszeit von Adam a.s. abgelaufen ist, kam der Todesengel zu ihm, das heißt, um ihn abzuberufen. Da sagte Adam a.s., ist von meinem Lebensalter denn nicht noch 40 Jahre übrig? Da sagte man zu ihm, hast du diese 40 Jahre nicht deinem Nachkommen Dawud geschenkt? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da leugnete Adam und so leugneten auch seine Nachkommenschaften. Da vergaß Adam und da vergaß auch seine Nachkommenschaft. Adam begann hier einen Fehler und so begangen auch seine Nachkommenschaften Fehler. Dieser Hadith wird überliefert, wie gesagt, von Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, und er sagte, Hadith ist Hasan Sahih. Aus dieser Überlieferung, die wir gerade eben gehört haben, ist eine Erläuterung, eine Erklärung, eine Verdeutlichung der bereits erwähnten Ayah aus dem Koran al-Karim, wie es praktisch im Detail stattgefunden hat. In einer anderen Überlieferung, die wird überliefert im Musnad von Ahmad über Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Am Tag der Auferstehung wird zu einem Höllenbewohner gesagt werden: Stell dir vor, du besäßest alles, was es auf der Erde gibt. Würdest du dich damit freikaufen? Er sagte ja. Dann sagt er zu ihm, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, ich hatte von dir noch etwas Leichteres verlangt. Ich bin mit dir ein Abkommen eingegangen, als du noch im Rücken von Adam warst, dass du nämlich mir nichts beigesellen sollst, aber du hast dich geweigert und wolltest mir unbedingt etwas beigesellen. Insofern sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns allen das Abkommen eingegangen ist, oder wir sind mit Allah, azza wa jalla, besser gesagt, das Abkommen eingegangen, dass wir niemanden als Rabb, als Herrn akzeptieren und anerkennen, außer Allah, azza wa jalla. Und daraus ergibt sich logischerweise auch die Uluhiyya, die Anbetung Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und das ergibt sich aus der Aussage, die wir gerade eben gehört haben, auf Arabisch, فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا. Du hast dich geweigert und wolltest mir unbedingt etwas beigesellen. Und diese Beigesellung, die findet statt meistens eben nicht in der Rububiyya, sondern meistens in der Uluhiyya. Meistens in den Gottesdiensten, in den Ibadat werden, begehen die Menschen den Schirk. Da der Glaube an einen Gott der meistverbreitete Glaube ist. Der Glaube an einen Schöpfergott
ist der meistverbreitete Glaube. Wenn es Schirk gibt, dann meistens in den Ibadat. Die Frage ist jetzt, dieses Abkommen, von dem Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim erzählt hat, wie zeigt sich das heutzutage? Wie zeigt sich das heutzutage? Denn wir stellen fest, dass keiner von uns sich an dieses Abkommen zu erinnern vermag. Und das gilt, denke ich, in der Übereinkunft der Menschheit. Kein Mensch erinnert sich an dieses Abkommen. Und trotzdem heißt es im Koran al-Karim, wir bezeugten dies, damit ihr nicht sagt, am Tag der Auferstehung, wir waren dessen unachtsam. Um diese, das ist der eine Punkt. Das heißt, keiner von uns erinnert sich an dieses Abkommen und trotzdem erweckt die Ayah den Anschein, dass dieses Abkommen ein Argument gegen die Menschen ist. Die Frage ist nun, wie zeigt sich erstmal dieses, wir werden die Ayah gleich noch ein bisschen genau uns anschauen, aber die Frage ist, wie zeigt sich dieses Abkommen in uns heutzutage? Und einige der früheren Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben diese Frage mit der Fitra beantwortet. Das heißt, jeder von uns natürlicherweise glaubt an Allah Azza wa Jalla. Jeder von uns natürlicherweise glaubt daran, dass er erschaffen worden ist und dass es nur einen Gott gibt. Und diese natürliche Veranlagung oder Fitra ist praktisch das Ergebnis dieses Zeugnisses, das wir, oder dieses Versprechens, das wir mit Allah eingegangen sind, oder dieses Vertrages, den wir mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Das heißt, es zeigt sich in der Fitra. Und der zweite Punkt ist, wenn wir die Ayah im Koran al-Karim uns näher betrachten, Allah sagt, subhanallah, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Das heißt also nochmal, gedenke, als dein Herr von den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft hervorgebracht hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, zu den Menschen, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Das heißt, bin ich nicht euer Herr? Und dann, wenn wir den Koran al-Karim lesen, vielleicht wissen die einen oder andere von euch, dass im Koran al-Karim gibt es keine Punkte und Kommas. Also diese Satzzeichen gibt es nicht für Anführungsstriche und so. Und das hat den Vorteil, dass manchmal, je nachdem, wie man liest, kommt man zu einer unterschiedlichen Bedeutung. Diese Ayah, je nachdem, wie ich sie lese, übersetze ich sie auch unterschiedlich. Wenn ich folgendermaßen lese, Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna und dann stehen bleibe, dann würde ich Folgendes übersetzen. Allah fragt, bin ich nicht euer Herr? Und die Antwort lautet, doch, wir bezeugen es. Doch, wir bezeugen es. Das heißt also, das ist die Aussage der Menschen gewesen. Doch wir bezeugen es. Der springende Punkt ist beim Wort wir bezeugen. Und zwar habe ich Wort Shahidna. Natürlich, wenn man die Ayah vor sich hat, kann man das besser nachvollziehen. Die zweite Art, diese Ayah zu lesen, ist, indem ich sage, Alastu bi rabbikum qalu bala. Das heißt, übersetzt, bin ich nicht euer Herr? Wie sie sagten, doch. Und das Wort Shahidna, wir bezeugen oder wir haben bezeugt, ist nicht mehr Teil der Antwort der Menschen auf die Frage, sondern ist jetzt die Aussage Allahs Azzawajal. Und das würde dann bedeuten, wir bezeugen, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, oder wir haben bezeugt, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Und auf diese zweite Art, diese Ayah zu lesen, löst sich eigentlich der Konflikt, den man hat, wenn man diese Ayah betrachtet.
Weil Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der dieses Ereignis bezeugt hat, uns berichtet, warum er uns darüber berichtet. Denn noch einmal, wir haben gesagt, keiner von uns erinnert sich an dieses Ereignis, richtig? Und wenn keiner von uns sich an dieses Ereignis erinnert, die Frage, welche Auswirkung hat es dann überhaupt? Wir haben gesagt, eine Antwort war die Fitra. Und die zweite Antwort ist ganz einfach, wir kennen uns nicht, wir können uns nicht mehr daran erinnern, aber Allah Azza wa Jal war dabei. Allah subhanahu wa ta'ala war Shahid. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt diese Übereinkunft, die wir mit ihm subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Und dadurch, dass er uns davon berichtet, wissen wir wieder Bescheid, dass sie stattgefunden hat. Insofern ist es ein Argument gegen den Menschen. Sobald der Mensch davon erfährt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Übereinkunft mitgeteilt hat, hat er jetzt kein Argument mehr zu sagen, ich wusste davon nicht Bescheid. Doch, du weißt, denn Allah hat sie dem Koran mitgeteilt. Und so löst sich dieses Problem an dieser Ehe. Und wenn man sagt, nach der anderen Art diese Ehe zu lesen, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا, das heißt, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Das heißt, wir bezeugen, dass du unser Herr bist, denn sie sprechen ja mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Dann heißt es, أَنْتَ قُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ, würden wir es übersetzen, dass Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wir haben euch das mitgeteilt, damit ihr ja nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Und entweder hat es dann die gleiche Bedeutung wie vorher, oder wir beantworten es wieder mit der Fitra. Wobei die Antwort der Fitra vielleicht nicht so deutlich ist. Weil dann müssten wir dort hinzufügen und sagen, das ist zwar ein Argument gegen die Menschen, allerdings kein Argument, um sie zu bestrafen. Das heißt, kein Mensch kann sagen, ich habe davon nicht Bescheid gewusst. Denn Allah hat es ihm mitgeteilt. Aber wann ist es ein Argument gegen ihn, dass er bestraft wird? Erst wenn ihn die Botschaft erreicht hat. Denn Allah sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Das heißt, wir haben niemals bestraft, bis wir nicht einen Gesandten entsandt haben. Und je nachdem, wie man es so oder so interpretiert, das Ergebnis ist das gleiche. Aber ich denke, dass mit dem die erste Version ist einleuchtender. Wallahu a'lam. Gehen wir über zum darauf folgenden Satz. Also der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, im 85. Satz, Allah wusste die Anzahl derjenigen, die das Paradies und derjenigen, die das Feuer auf einmal betreten, bevor sie existierten. Die Anzahl nimmt nicht zu und auch nicht ab. In anderen Überlieferungen desselben Ereignisses wird eben darauf hingewiesen, dass schon damals bestimmt worden ist, wer von uns zu den Gefährten der rechten Seite gehört und wer von uns zu den Gefährten der linken Seite gehört. Und diese Thematik hat der Imam rahimahullah ta'ala eben hier erwähnt. Warum? Weil es eben im Laufe der Geschichte der Menschheit Menschen gegeben hat, die diese Sache geleugnet haben. Die gesagt haben, das typische Argument, sie sagen, wenn schon damals bestimmt wurde, wer ins Paradies geht und wer in die Hölle geht, dann wäre das ja denjenigen Menschen gegenüber, die in die Hölle gehen, ungerecht. Denn sie haben ja noch gar nichts getan und dann sind sie quasi gezwungen, ihre Taten zu begehen. Das ist eben diese Sekte, die dann zur Schlussfolgerung kommt und sagt, wir glauben nicht an diese göttliche Vorherbestimmung. Denn sie bedeutet, dass für alle Menschen es vorgeschrieben ist. Und deswegen hat der Imam das erwähnt, weil eben der Weg der Ahle Sunna wal Jama'a ist, dass sie all diese Überlieferungen akzeptieren, wie sie eben überliefert worden sind, nur sie versuchen sie richtig zu verstehen und sie versuchen sie richtig einzuordnen. Denn wenn wir einen Muslim fragen würden über das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, weiß Allah Azza wa Jal alles?
wird die Antwort lauten, ja, Allah weiß alles. Tayyib, wenn Allah Azza wa Jal alles weiß, wo ist denn dann noch der Unterschied? Also Entschuldigung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, dann wird doch alles so geschehen, wie er es weiß, oder nicht? Dann wird alles so geschehen, wie er es weiß. Tayyib, wo ist jetzt der Unterschied, ob das, was er weiß, noch aufgeschrieben worden ist, zusätzlich oder nicht? Also das, was er weiß, subhanahu wa ta'ala, muss geschehen. Und jetzt schreibt er das auf mit einem Stift. Und dann wird genau das geschehen, was er aufgeschrieben hat. Denn das entspricht ja dem, was er weiß, subhanahu wa ta'ala. Okay? Und weil es eben keinen logischen Unterschied gibt zwischen diesen zwei Dingen, hat es eben dazu geführt, dass diese eine Sekte, die heißt eben Qadariya, eben geleugnet haben, dass Allah alles weiß. Das ist das Ergebnis des Ganzen. Weil sie haben dann gesagt, es kann nicht sein. Wenn alles geschieht, wie er es aufgeschrieben hat, wären wir gezwungen. Dann sagen wir, okay, dann schreiben wir es eben nicht auf. Dann sagen sie, Moment, aber er weiß ja immer noch alles. Dann haben wir den gleichen Konflikt. Also leugnen sie das Wissen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist diese Thematik an dieser Stelle erwähnt worden, obwohl die Ayat klar und deutlich sind. Allah sagt an zahlreichen Stellen im Koran al-Karim, dass er über alle Dinge Bescheid weiß. Und damit du auch nicht denkst, dass er subhanahu wa ta'ala etwas weiß und später wieder vergisst, sagt er auch, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Das heißt, dein Herr vergisst nicht. Und die Schwierigkeit dieses Glaubens, obwohl sie nicht schwierig ist, aber die Problematik liegt eben im Vereinen dieser beiden Dinge miteinander. Im Vereinen der beiden Dinge miteinander. Einmal das Wissen Allahs und das Aufgeschriebene und einmal, dass der Mensch eben doch entscheidet, ob er was Gutes tut und was Schlechtes tut. Und die Texte sind mutawater in dieser Hinsicht. Denn wenn der Mensch nicht selbst entscheiden könnte, was er tut, in einem bestimmten Rahmen natürlich, dann würden ja alle Gebote und Verbote überhaupt gar keinen Sinn machen. Insofern haben wir so viele Textbeweise, dass der Verstand es ausschließt, dass man überzeugt werden könnte von einem anderen Glauben als den von Ahl al-Sunnah. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im darauf folgenden Satz, ebenso kennt er ihre Taten, die sie tun werden, und jedem ist leicht gemacht, das zu tun, wofür er erschaffen wurde. Also 86. Satz, den können wir, hätten wir noch vor reinpacken können, aber 87. Satz, und jedem ist leicht gemacht, das zu tun, wofür er erschaffen wurde. Dann nehmen wir den 88. auch noch dazu und den 89. Und die Taten sind entsprechend dem, wie sie abgeschlossen werden. Und der Glückliche ist der, der mit Allahs Vorbestimmung zufrieden, und der Unglückliche ist der, der mit Allahs Bestimmungen unzufrieden ist. Erstmal sagt er, und jedem ist leicht gemacht, das zu tun, wofür er erschaffen wurde. Das ist entnommen aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in dem er sagte, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Das ist also der gleiche Wortlaut. Eben diese Problematik wurde angesprochen von manchen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass sie gefragt haben, wenn alles bestimmt ist, warum sollen wir dann noch handeln überhaupt? Wenn alles bestimmt ist, warum sollen wir dann überhaupt noch handeln? Und dieser Bericht befindet sich zum Beispiel im Folgenden, überliefert von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, dass der edle Sahabi Suraqa ibn Malik dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte. Er sagte, O Gesandter Allahs, erkläre uns unsere Religion, als wären wir gerade erst erschaffen worden. Erkläre uns unsere Religion, als wären wir gerade erst erschaffen worden. Also mach es bitte ganz klar und deutlich, damit wir verstehen, worum es geht. Denn offensichtlich war er schon länger Muslim, aber diese Thematik hat er nicht verstanden. Erkläre uns unsere Religion, als wären wir gerade erst erschaffen worden. كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمِ. Er sagte, das, was wir heutzutage begehen an Taten, das, was wir heutzutage begehen an Taten,
entspricht es dem, was die Stifte geschrieben haben und weswegen die Tinte schon längst getrocknet ist? Entspricht es dem, was die Stifte geschrieben haben, deren Tinte schon längst getrocknet ist? Oder ist das, was wir tun, etwas Neues? Ja, also das ist diese Fragestellung. Wenn der erste Fall, alles, was wir tun, entspricht dem, was Allah Azza wa Jal in Al-Lawh al-Mahfuz aufgeschrieben hat, in der wohlbewahrten Tafel. Denn das steht ja schon geschrieben 50.000 Jahre, bevor Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Und die Tinte ist schon getrocknet, mit denen die Engel diese Sachen geschrieben haben. Oder, er sagt, der zweite Fall ist, am fima yustaqbal. Oder ist etwas Neues. Das, was wir tun, ist noch nicht geschrieben. Steht noch nicht geschrieben. Und die Antwort muss ja zwingend sein, die Antwort, die richtige Antwort ist. Warum? Weil wir ja gesagt haben, wir glauben an Allah, den Allwissenden, Al-Alim. Und wenn wir daran glauben, dass Allah alles weiß, dann fällt diese zweite Antwort von vornherein aus. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, vielmehr entsprechen die Taten dem, was bereits schon von der Tinte getrocknet ist und was bestimmt worden ist. Und dann kommt die Frage, dann sagte er, fafima al-amal, dann sagte er, warum handeln wir dann überhaupt noch? Dann sagte der Überlieferer, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassar. Dann sagt er diesen Satz, handelt, denn jedem fällt das leicht, wofür er erschaffen worden ist. In jedem fällt das leicht, wofür er erschaffen worden ist. In einer anderen Überlieferung sagte Sahal ibn Sa'ad, al-Sa'di radiallahu ta'ala an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat, es geschieht, dass jemand Taten eines Paradiesbewohners oder wie es wortwörtlich heißt, dem Anschein nach Taten eines Paradiesbewohners begeht, obwohl er ein Höllenbewohner ist. Also gemeint ist, obwohl für ihn bestimmt wurde, dass er in die Hölle gehen wird. Und es geschieht auch, dass jemand Taten eines Höllenbewohners begeht, dem Anschein nach, obwohl er zu den Paradiesbewohnern gehört. Und diese Überlieferung oder diesen Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das hat er gesagt, nachdem ein Mann zu seiner Zeit im Krieg verletzt worden ist und vor lauter Schmerzen hat er es nicht mehr ausgehalten, hat eben sich selbst getötet. Das heißt also, gemeint ist, wäre er gefallen, wäre ein Märtyrer gewesen und er wäre ins Paradies gelangt. Aber er war voreilig und er hat dann eben sein Speer genommen oder was auch immer und hat es, aufrecht hingestellt und hat sich dann drauf geworfen und hat sich dadurch getötet. Und das zeigt, dass eben ein bildliches Beispiel oder ein deutliches Beispiel für diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat Taten eines Paradiesbewohners begangen. Zwischen ihm und dem Paradies war nur noch eine Elle. Er hätte nur noch ein bisschen warten müssen. Aber dann hat ihn das Buch eingeholt. Und dann hat er Taten eines Höllenbewohners begangen und dann ist er dort eingetreten. Und das Umgekehrte gibt es ebenfalls, dass jemand Zeit seines Lebens ungläubig ist, aber in den letzten Momenten seines Lebens den Glauben annimmt und dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wird. Dieser Hadith wurde deswegen erwähnt, weil der Autor rahimahullah ta'ala gesagt hat, وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ, das ist der 88. Satz, und die Taten sind entsprechend dem, wie sie abgeschlossen werden. Die Taten sind entsprechend dem, wie sie abgeschlossen werden. Gemeint ist also, dein Ergebnis bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir das große Ergebnis betrachten wollen,
Denn diesen Hadith, der Hadith ist relativ, aber schauen wir uns das große Ergebnis an. Das große Ergebnis ist, bist du als Muslim oder bist du als Kafir gestorben. Dieses große Ergebnis hängt eben von den letzten Taten ab, die du machst. Und nicht von denen, die du Zeit deines Lebens gemacht hast. Und das Beispiel haben wir gerade erwähnt, sehr deutlich. Und warum habe ich gesagt, ist der Hadith relativ? Weil auch wenn wir uns andere Taten eines Menschen anschauen, wenn es jetzt nicht nur um Kufr und Iman geht, greift dieser Hadith ebenfalls. Denkt mal an den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, wenn ein Mensch oder wenn ein Diener krank wird oder auf Reisen geht, werden ihm die gleichen guten Taten niedergeschrieben, als wäre er zu Hause gesund. Als wäre er zu Hause gesund. Und ein Beispiel dafür wäre, jemand, der Zeit seines Lebens zum Beispiel montags und donnerstags fastet. Und dann ereilt ihn eine Krankheit, sucht ihm eine Krankheit heim und dann ist er nicht mehr imstande dazu zu fasten. Diese Person kann nicht mehr fasten, aber seine Taten, die er bisher gemacht hat, an diesen guten Taten, die er bisher gemacht hat, und die er aufgrund seiner Krankheit jetzt nicht mehr weiter fortführen kann, diese werden ihm weiterhin gut geschrieben, als würde er sie weiterhin machen. Das ist also unglaublich, ja. Und deswegen wird also mit anderen Worten, ihm wird geschrieben, als würde er weiter fasten. Und deswegen sagt man über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dass er gegen Ende seines Lebens immer mehr gute Taten gemacht hat, mehr gebetet hat. Weil er eben wusste, wenn er irgendwann mal nicht mehr kann, dann wird er in einem Zustand sein, dass Allah ihm die guten Taten aufschreibt, als würde er sie begehen, auch wenn er sie nicht mehr begehen kann. So viel zu diesem Satz. Und deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, das ist der letzte Satz für heute, den wir eigentlich schon auch behandelt haben. Und zwar sagt der Glückliche ist der, der mit Allahs Vorbestimmung zufrieden ist, und der Unglückliche ist der, der mit Allahs Bestimmungen unzufrieden ist. Auf Arabisch: Was-sa'idu man sa'ida biqada'i Allah, was-shaqiyu man shaqiya biqada'i Allah. Hätte man auch anders übersetzen können und sagen können: Der Glückliche ist der, der durch die Bestimmung Allahs glücklich gemacht worden ist. Und der Unselige oder der Unglückliche ist der, der durch die Bestimmung Allahs, gemeint ist die Bestimmung von damals, vorher erschaffen worden ist, unglücklich oder unselig gemacht worden ist. Eben als Bestätigung des folgenden Hadithes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der berühmte Hadith von Abdullah ibn Mas'ud bei Bukhari ibn Muslim, den auch Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala in seine 40 Nawawi-Hadithe aufgenommen hat, weil er eben so fundamental ist hinsichtlich dieses Glaubens. Er sagte sinngemäß, dass der Mensch oder gemeint ist die Schöpfung des Menschen befindet sich im Bauch der Mutter 40 Tage lang und danach gemeint ist eben als ein Tröpfchen, danach als ein Anhängsel, eine Alaqa und danach als eine Mudra, etwas zum Kauen Großes, auch 40 Tage lang und danach wird der Engel zu ihm entsandt. Und er haucht die Seele in dieses Geschöpf ein. Und dem Engel werden vier Dinge anbefohlen. Erstens, Allah wird ihm die Versorgung aufschreiben lassen. Allah wird dem Engel diktieren, welche Versorgung dieser Mensch zu bekommen hat. Und das ist für uns natürlich nur ein Wort, Versorgung. Ansonsten, was dieses Wort beinhaltet, ist ein Geheimnis Allahs. Dann als zweites seine Lebenszeit. Als drittes, welche Taten er begehen wird. Und viertens, ob er unselig oder glücklich sein wird. Ob er unglücklich oder glücklich sein wird. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Wortlaut, den wir auch vorhin schon gesagt haben, er sagt, so schwöre ich bei demjenigen, außer dem es keinen anderen Gott gibt, manche von euch begehen Taten eines Paradiesbewohners, bis zwischen ihm und dem Paradiesgarten nur noch eine Elle übrig ist. Dann holt ihn das Buch ein
und dann begeht er Taten eines Höllenbewohners und so begeht er sie. Und manche von euch begehen Taten eines Höllenbewohners, bis zwischen ihm und ihr nur noch eine Elle ist. Dann holt ihn das Buch ein und er begeht Taten eines Paradiesbewohners und er betritt ihn. Dieser Hadith gehört zu den Hadithen, die uns auf der einen Seite Hoffnung machen sollen und auf der anderen Seite Angst machen sollen. Denn der gläubige Mensch, oder besser gesagt der erfolgreiche Mensch in diesem Leben und im nächsten Leben, ist derjenige, der beides beachtet, der sich nicht auf die Hadithe verlässt, die ihm Hoffnung machen und ihm das Paradies versprechen, aber auch nicht verzweifelt und die Hoffnung verliert aufgrund der Hadithe, die ihm die Hölle androhen. Und er muss auf beides achten. Wenn er sich auf das eine verlässt, dann wird er keine guten Taten mehr begehen. Und wenn er sich auf das andere verlässt, dann wird er vielleicht auch keine guten Taten mehr begehen und in beiden Fällen wird er zugrunde gehen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denjenigen Menschen gehören, die rechtschaffen sind, die meistens gute Taten begehen. Und wenn sie mal etwas Schlechtes machen, sich immer wieder an die Hölle erinnern und sich immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden. Und das ist, was die schlechte Tat angeht. Und was die gute Tat angeht, dass wir immer, wenn wir etwas Gutes machen, nicht davon überzeugt sind, dass Allah also diese Tat angenommen hat, sondern dass wir Hoffnung haben, dass Allah diese Tat annimmt, auf dass wir noch mehr Gutes tun und nach der guten Tat Allah darum bitten, dass er sie von uns annimmt, was wiederum ein weiterer Gottesdienst ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diesen Menschen machen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.